Da musste ich mich jetzt einfach mal abreagieren. Aber ich kann eben mal ganz fix gucken. Da, Bürger retten. Zack. Haben wir wieder maximale Anzahl von Messern hier. Sehr schön. Zack, direkt mit der Tür ins Haus fallen hier. Nicht lang abwarten hier. Ach, Junge. Ach ja, kontern ist schon was Feines. Alter, kann er mal aufhören, die ganze Zeit mich hier zu nerven? Was macht er denn da die ganze Zeit so? Bitte, da nicht für. Ja, na, ich will die doch nicht immer anvisieren. Hauptmission mache ich übrigens, wenn ich alle Aussichtspunkte und alle Bürger gerettet habe. Wenn ich richtig gesehen habe. So, ich kletter mal hier hoch, weil ich hier nicht ganz so unter Beobachtung stehe. Wo muss ich denn? Ach, da ganz hoch. Oha, okay. Etwas höherer hier. Ein etwas höherer Turm. Aussichtspunkt. Wie auch immer. Was kostet dich den Kopf? Ach ja, sehe ich nicht so. Schöne Untermalung. Quält er sich darum. So. Aussichtspunkt. 5 von 6. Einer fehlt noch. Den markiere ich mir auch mal eben. Zweimal Bürger retten habe ich hier noch auf dem Weg. Das mache ich dann ja gleich nochmal. Wenn ich schon dabei bin, ne? Nach oben über die Dächer. Ja, spack nicht rum. Ja, deswegen kürze ich über die Dächer ab. Alter, was soll das gerade mit den Frame-Einbrüchen? So, den hier. Alter, ne, 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 Moment. Moment, Moment, Moment. Wieso macht er das jetzt? Jetzt läuft's. Hallo? Geht doch. Ups, schade, nicht geklappt. Alter, wie soll ich denn so kämpfen? Liegt das jetzt wieder an meinem PC? Das darf doch nicht sein, Mann. Boah, geil, eine Dia-Show. Moment, ich unterbreche die Aufnahme mal. So, da bin ich auch schon wieder. Hoffentlich läuft's jetzt. Und es sieht gut aus. Nein, ah, verdammt. Nicht dran gedacht. Und kurz währte die Freude. So, Bürger gerettet. Sehr gut, sollen sie's. Sieben von acht, einmal Bürger noch retten, jawohl. Und dann würde ich sagen, hier einfach so ganz stylisch über die Dächer. Oh. Hab ich wie immer gewusst. Hallo, kannst du mal runter? Danke, Alter, hier. Was hast du getan? Du sagst es doch. What are you?
Ja, die haben gerade gesagt, was sie getan hat, aber leider auf Arabisch oder welche Sprache das auch immer ist. Ich denke mal, das ist Arabisch. Zack, Arm gebrochen und voll in den Arsch. Bleib liegen. Oh, na dann. So, Aussichtspunkt. Ups. Angerempelt eben. Da gibt es auch noch eine Mission. Alter, so kann ich doch nicht spielen. Kann ich hier hoch? Ja. Und schon sind wir... Oh, doch noch nicht. Ich hab gesehen, was da geschah. Ja, ich bin ja gleich wieder weg. Jetzt reg dich nicht auf. Och man! Gammel ich hier rum mit einer Handvoll Frames. Das ist doch scheiße. Oh, was ist das da denn für eine Mission? Ja, das war einfach nur dämlich. Scheiße. Spring ich voll daneben hier. Alter, ich muss das jetzt... Nee, ich muss das nicht nochmal machen. Verfluchte Schützen. So. Ah, Bogenschützen. Offizieren angreifen. Aber dazu müssen die Bogenschützen von den Dächern entfernt werden. Ich kann keinen Mann entbehren. Könnt ihr helfen? Klar doch. Nur dafür, dass ihr nicht gesehen werdet. Sonst müsst ihr wieder von vorne beginnen. Sorgt nur dafür, dass ihr nicht gesehen werdet. Ja, sonst spawnen die nämlich wieder. Oh. Ah, jetzt bin ich hier an der Stadtgrenze gerade. Nee. So, wenn wir schon mal hier sind. Ach, da können wir noch gar nicht hin. Millimeter Arbeit. Oder auch nicht. Zack. Das ist auch stylisch. Hangelt er sich da so hoch. Muss ich jetzt nochmal... Jetzt muss ich ernsthaft nochmal von vorne anfangen. Oder was? Scheiße. Ja, das ist kacke gelaufen. So. Machen wir es uns mal ganz einfach. Der hat aber einen Abflug gemacht. Der hat aber einen Abflug gemacht. Junge, Junge, Junge. Den können wir noch nicht anvisieren. So, der macht auch einen Abflug. Zack, in den Lauf. Mit Ultraskill Messer werfen hier. Ich beginne zu verstehen, was Al-Mualim an euch findet. Ja. Mich deucht, ihr seid wegen Mashtadin hier, ja? Mhm. Dann interessiert euch vielleicht, dass er seine Gefangenen vor der Exekution gerne belehrt. Dabei kehrt er der Menge den Rücken zu. Das sollte der perfekte Moment sein, um zuzuschlagen. Nun, ich muss mich um meine Männer kümmern. Wir haben unsere eigenen Ziele zu erfüllen. Nur zu. So.
würde ich sagen, führen wir mal eine nette Befragung durch. Was ist mit dir los? Wovor hast du denn Angst? Gesetz wurde uns von Gott selbst gegeben. Gepriesen werde sein Name. Es zu brechen heißt, seinen Namen zu schänden. Nein, ich will den da. Ja, genau. Majdadin versteht. Er setzt alles daran, die Ungläubigen unter uns auszumerzen, auf dass wir ein rechtschaffenes Leben führen können. Es ist keine Schande, Namen zu nennen, die Namen derer, die das Gesetz brechen. Ohne unseren Glauben sind wir nichts, ohne seine Regeln und seine Leitung. Diese zu missachten, heißt, den zu missachten, der uns alle leitet. Ein solches Verhalten kann nicht geduldet werden. Alles klar, dann wollen wir mal einen guten Ort suchen, um ihn ein paar überzuziehen. Ups, tut mir leid. So, da scheint mir doch hier ein guter Ort zu sein, oder? Ja, wobei, ich warte noch, bis der Heino da weg ist. Alter. Na los! Bam! Ey! 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 Geht doch! Spacko! Ich atme noch. Also dürstet es euch nach mehr als nur meinem Leben. Was ist es? Kennt ihr Informationen? Besser als die meisten. Er scheint mir ein wenig zu rechtschaffen. Ist ihm das Gesetz wirklich so wichtig? Was glaubt ihr? Ich glaube, er verbirgt etwas. Und ihr werdet mir davon erzählen. Es ist ein Deckmantel. Männer wie wir sollen Angst verbreiten. Den Leuten das Fürchten beibringen. Die, die er tötet, sind keine Verbrecher. Aber gefährlich sind sie allemal. Gefährlich für wen? Für seine Pläne. Ihre Pläne, ja. Er spricht von anderen, mit denen er zusammenarbeitet, für die er arbeitet. Ich weiß es nicht. Aber sie brauchen diese Stadt. Sie zu kontrollieren bedeutet ihnen viel. Warum? Das müsst ihr ihn selbst fragen. Geht zu einer seiner Hinrichtungen. Dort ist er am gesprächigsten, wenn er sich ans Volk wendet. Die Hände voller Blut. Dann sind wir fertig. Auf offener Straße, aber... war ja verdeckt umgebracht, deswegen hat sie mit gesehen. So, was haben wir da? Informanten herausfordern. Oh. Weißt du, der muss jetzt wieder hier einen auf großen Sack machen. Aus dem Weg. Schieb ab! Zack. Nein, ich hätte ganz gerne mein Schwert, ja. Na, na, jetzt müssen natürlich hier wieder viele kommen und der... Oh, da plustert der V. Wie es so schön heißt. Aber voll durch die Fresse gebratzt. Ihr wieder, Großmeister? Ja, ich wieder. Sicherheit und Frieden. Ich bin so froh, euch zu sehen. In diesen furchtbaren Zeiten fordern sie, dass ich mich beweise. Doch ich fühle mich so wertlos neben euch. Ich muss zwei von Majid Adins Leuten töten. Aber ohne mach Kampf. Ich. Kein Problem. Würdet ihr mir den Weg zeigen? Ich würde euch ewig dankbar sein und eine interessante Geschichte erzählen. Na gut, solange die mit meiner Mission zu tun hat, die Geschichte. Oh, was ist das, was hier wohl passiert? Möge der Allmächtige den Schuldigen verfluchen. Wo bist du? Habt ihr Geld für mich? Nein, geht nicht. So, Nummer 1. Die Mission finde ich immer am angenehmsten, einfachsten. Dich hole ich mir! Was? Am Arsch! Alter!